Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary bei mir, dem Shining. Jo, beim letzten Mal haben wir uns mit dem alten Mann ja überlegt und haben ihn auch vollkommen vernichtet. Aber bevor wir jetzt hier mit der Story weitermachen, wir haben ein paar Skillpunkte, die wir vergeben wollen. Was will ich denn dir geben? Yannick braucht eine Mana-Aufwertung. Definitiv. Sunny, was machen wir bei dir besser? Wir können ja machen, dass das ganze Team einen Buff kriegt, weil das macht ja die Crit-Chance höher. Und Paul, wie können wir dich zur Abwechslung nützlich machen? Ja, indem wir dein Feuer generell stärker machen, ne? So. Mit ihm reden. Hast du dich auf die wahre Prüfung vorbereitet? Nein. Der alte Muran, so hieß der. Muss ich das Ding da irgendwie ankriegen? Ich bin bereit. Gut, du hast Mut bewiesen, aber dieses Mal wirst du keinem normalen Monster gegenüberstehen. Oh. Jetzt kämpfe ich gegen den Dampfgolem. Besonders starke Monster bezeichnet man häufig als Champions. Sie haben mehr Gesundheit, versuchen mehr Schaden zu... verursachen mehr Schaden und können mehr als ein Versuch agieren. Es ist deine Aufgabe als Monster hinter dich, um sie zu kümmern. Also ist es nur rechtens, dass du einen Champion besiegst, um Mitglied des Ordens der Monsterhüter zu werden. Zeig mir, was du drauf hast. Im Übrigen, das wollte ich mal eben kurz ansprechen. Solange Paper Mario und Pikmin noch laufen, mache ich das jetzt so, Samstag 2 Folgen Monster Sanctuary und Sonntag 2 Folgen Phenotopia. Habe ich beide Projekte fertig, also ich meine damit jetzt Paper Mario und Pikmin, dann mache ich das so, dass die Wochentage über Monster Sanctuary und am Wochenende Phenotopia kommt. Wollte ich nur mal eben kurz noch sagen. Ja, wir brauchen diese hier. Ich vergesse die ganze Zeit. Ich muss die ja so wählen. So. Ruhm ist eine Attacke. Okay. Kann ich direkt einsetzen. Hat das ganze Team einen Buff. Okay. Die Regeneration können wir auch hochhauen. Erstmal eine Runde lang Buffs. Das ist immerhin ein Boss. Ah! Sunny, nein! Nicht sterben! Okay, die Luftsichel müsste richtig Schaden reinsimmeln. Damit ist die Combo erstmal hochgejubelt. Auch hier die Luftsichel. Wir müssen die Combo hochjagen und jetzt. Noch eine Luftsichel, ich hätte es mir schenken können. Ich hätte den Schwächsten zuerst angreifen lassen können. Na jetzt so, zwei Luftsicheln. Erst mit dem Vogel, dann mit Sunny. Und dann noch einen finalen Schnitt mit Hoden. So, so machen wir es. Ich glaube, Federsturm wäre sogar noch effektiver, weil die Kombo dann hochgeht. Oh ja, die ging richtig hoch. So, Luftsichel! So, Hauden, dein Einsatz. Verpass ihn einen Schnitt. Das hat ja überhaupt nichts gezogen. Und das Ding hat sich, glaube ich, ein bisschen geheilt. Ja. Du bringst mir eigentlich vom Prinzip her gar nichts. Also wechsle ich dich. Und hol Yannick.
Dann mache ich einen Federsturm. Das zieht. So. Wir machen erstmal eine Spore. Damit konnten wir ihn jetzt mal wenigstens ein bisschen schwächen. Jetzt können wir mit dem Federsturm die Combo hochhauen. Und dann noch mit einer Luftig hier rein. Okay. Bisher alles gut so. Also auf jeden Fall. Ja, Blattschnitzer fällt mir gerade nur ein. Zack. Haut die Combo wenigstens ein bisschen hoch. So, Federsturm oben drauf. Die Krallen müssten eigentlich sogar noch mehr ziehen. Autschen. Dieser Steinregen ist aber auch gut. Komm, Blattschnitzer. Einfach nur um die Combo ein bisschen hoch zu jubeln. So, mit ein bisschen Glück ist er weg. Nein, der lebt noch. Oh shit, Sven stirbt. Wir können Sven nicht sterben lassen. Egal, was ich mache, der ist tot. Krallen, go! Wir haben es besiegt. Aber wir haben nicht das Ei. Ist natürlich schade. Glückwunsch, Jungspund. Du hast deinen ersten Champion besiegt. Und bist ab sofort ein Hüterkandidat. Mehr brauchst du nicht zu tun. Bleib aber noch eine Weile und hör mir zu, ja? Denn in der Zuflucht gehen Dinge vor sich, die mir Sorgen machen. Ich muss erstmal meinen Bart streichen. Du musst wissen, dass Monster auf normalem Wege nicht so stark werden. Und Champions akzeptieren normalerweise keine anderen Monster an ihrer Seite. Oder einen Hüter, der sie kontrolliert. Champions sind immer eine Anomalie. Sehr selten. Ich habe diesen Golem selbst verbessert, um ihn stärker zu machen. Aber selbst ich konnte ihn nicht über längere Zeit hinweg kontrollieren. Deswegen halte ich ihn die meiste Zeit über deaktiviert. In letzter Zeit haben ein Hüterranger eine ungewöhnliche Anzahl Champions in der Zuflucht gesehen. Ich bekomme immer wieder Briefe per Vaero-Post von Rangern, die in entfernten Gebieten der Zuflucht feststecken und dort gegen Champions kämpfen. Wenn ich nicht schon so alte Knochen hätte, würde ich selbst dorthin gehen. Ach, da meldet sich mein Rücken auch schon wieder. Nein, das habe ich jetzt hinzugefügt. Aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass der Hüterweg sicher bleibt. Ich habe einen Champion in den Höhen dieser Gegend gefangen. Du kannst dich um ihn kümmern, wenn du dich der Aufgabe gewachsen fühlst. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch eine Sache beibringen. Keine Sorge, ich habe nicht noch mehr Monster, die du bekämpfen sollst. Jetzt geht es nur um das Füttern deiner Monster. Also, das habe ich schon längst vergriffen. Wenn du deine Monster fütterst, verbessern sich ihre Werte. Es ist wichtig, dich um deine Monster zu kümmern, wenn du dich weiteren Champion-Monstern stellen willst. Aber ein Monster profitiert immer nur von den letzten drei Nahrungsmitteln, die du ihm gegeben hast. Und jetzt viel Glück auf deinem Weg als Monsterhüter. Nun bist du jetzt also Hüterkandidat. Um im Rang aufzusteigen, musst du mehr Champions besiegen. Aber wer weiß, vielleicht wirst du zu denen gehören, die den Titel eines Hütermeisters erlangen.
In mehreren Generationen schafft das immer nur einer. Wir können uns jetzt sofort um den anderen Champion kümmern. Oder wir gehen erst zur Festung der Hüter zurück. Das kannst du dir aussuchen. Ich weiß gar nicht, wo der Gegner überhaupt ist gerade. Ich würde gerne erstmal schlafen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, der hier kann schwere Blöcke bewegen. Das habe ich letztes Mal gar nicht getestet, was der kann. Na gut, bisher mussten wir auch keinen schweren Block schieben, ne? Also ist auch wieder egal. Also erstmal würde es heißen, wo überhaupt der ist. Ja, da kommen wir nicht rüber, das wissen wir schon. Ich kann nicht rollen, also komme ich da auch nicht durch, so fett wie ich bin. Und ich meine, da hinten war Sackgasse. Ja, Leute, ich guck dann mal, wo ich langlauf, ne? Wo gehe ich am besten hin? Ich könnte oben hin zurück. Also hier oben jetzt rechts lang. Ich würde ja am liebsten trainieren, aber ich finde keine Gegner. Ich bräuchte mal Herrn Vögelchen. Y war's. Es liegt immer eine Woche dazwischen, wo ich das hier aufnehme. Ich habe nicht so extrem viel Zeit. Ein Jedi! Monster. Ja, Sunny muss auf jeden Fall antreten. Er hier hat eine Schwäche gegen Yannick. Ich hatte eigentlich das perfekte Team von Anfang an. Auf jeden Fall werden erstmal wieder die Buffs rausgehauen. So, und jetzt hauen wir noch dem Vaero die Sporen rein. Der müsste in der nächsten Runde schon tot sein. Autsch. Das hat gekitzelt. Genauso wie das jetzt wehtun wird. Das Ding hat ein HP Leben. Es will mich verarschen. Das hier ist kein Feuer. Luftsicher, einfach um die Kombo hochzuhauen. Und hier auch nochmal Luftsichel. Oh nein, ich kassiere Prügel. Spore da drauf. Weil Spore haut auch die Verteidigung runter. Damit Luftsichel darauf, obwohl ich wechsle ihn, glaube ich, gegen Pall. Luft... Ach, Federsturm! Autsch. Okay, entzünden macht sehr viel Schaden. Wir hauen noch Spuren auf den, der das nicht drauf hat. So, jetzt haben beide den Schmarrn drauf. So, ich habe Deutsch auch mal wieder hinbekommen. Einfach im Federsturm wieder, um die Kombo hochzuhauen. Und jetzt entzünden wir den. Möge er brennen. Aua. Ich mache erst meine Barriere, damit alle weniger Schaden kassieren. Mit einer Prügel kriege ich ihn offenbar down.
Und ich kann ja Pall eben. Nee, lass mal. Spore. Ätsch. Einmal kurz heilen. Nehmen Federsturm drauf. So, 150 Schaden. Es brennt. So, ich hau die Macht drauf. Nutze die Macht, Pall. Verbrenn ihn. Es lebt wahrscheinlich mit nur 1 HP. Ein Yowie-Ei. Habe ich ein Yowie nicht schon? Ja, das habe ich schon. Das ist Maxis Zwilling. Nee, warte. Komm, Dave, das darfst du sein. So oft wie du mich bei Among Us ins Verderben geführt hast, darfst du jetzt das Teil sein, das jetzt auf der Bank hockt. Das klingt gut. So, Maxi kann ich einen Bonus geben. Das klingt gut. Verbrennung mache ich auch so. Das wäre eigentlich ein nicer Effekt. Einfach, dass der Schnitt doppelt aktiv wird, das wäre richtig krass. Wir gucken uns noch das nächste Gebiet an. Kisten. Ja. Jetzt darf ich erstmal eine Weile latschen, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!